Ich bin Sascha Proske, bin 39 Jahre alt, habe 2 Kinder, bin verheiratet und arbeite als Gitarrenbauer in Ratingen. Ich habe halt die Gitarre einfach schon immer geliebt als Instrument, das Instrument an sich. Ich mochte das Holz, ich mochte einfach, es ist einfach schön, so eine Gitarre in der Hand zu haben. Und richtig cool ist es einfach, wenn man so eine Gitarre an einen Verstärker anschließt. Das klingt halt einfach toll und ist einfach schön. Ich habe eine Akustikgitarre gehabt. Die hat mir so optisch nicht mehr gefallen. Und da habe ich halt so ein bisschen dran rumgebastelt und so ein bisschen was draus gemacht. Und damit hat es eigentlich so angefangen. Ich liebe es einfach, mit dem Holz zu arbeiten und das Instrument in der Hand zu halten. Und das macht mir genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Das Allerwichtigste ist auf jeden Fall die Holzverarbeitung. Also muss ich schon ein bisschen auskennen, wie verarbeite ich Holz. Was brauche ich für Maschinen? Wie benutze ich die Maschinen? Man hat wirklich zwei oder mehrere Rohstücke Holz, die man aus einer Bohle rausschneidet. Und bearbeitet das dann immer mehr, bis es halt langsam so Form annimmt und bis es im Endeffekt eine funktionierende Gitarre ist. Es steckt einfach Leidenschaft drin in so einer Gitarre. Merkt man einfach daran, dass es einem extrem schwerfällt, die Gitarre nachher abzugeben, wenn sie fertig ist. Super schön ist es, wenn sie soweit fertig ist. Man nimmt die Gitarre in die Hand und spielt sie das erstmal. Schließt sie das erstmal an Amp an und spielt die an. Das ist einfach total geil. Und dann, das sind dann auch so Momente, wo ich mich dann, da bin ich meistens alleine, wo ich dann mich hinsetze und wirklich eine Stunde, anderthalb Stunden spiele einfach. Das ist ein Teil meines Lebens. Das ist einfach ein Teil, der zu mir gehört. Also es ist neben der Familie, es ist der größte Traum, den ich hatte, einfach wirklich mit Gitarren bauen, mein Geld zu verdienen. So. Und der ist erfüllt. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also das Beste, was ich machen konnte, auf jeden Fall.